Mein erstes Turnier habe ich gespielt, als mich mein Bruder eines Tages mit in den Schachclub zerrte. Die Jungs sagten zu mir, das Mädchen keine Ahnung von Schach und außerdem ein kleines Gehirn hatten. Da hat mich der Ehrgeiz gepackt. Leistungsschwache Kinder profitieren von spielerischem Geistestraining und setzen dies automatisch wieder in den Schulalltag ein. Bei richtigen Vermittlung der Lerninhalte lässt sich durch Schachunterricht fast jedes Kind erreichen. Unser Schachunterricht beginnt mit einer Schach-Yoga-Übung. Dass sie die Kinder in einen guten Zustand bringen. Anschließend folgt ein Konzentrationsspiel. Die Kinder müssen eine Bestandsaufnahme durchführen und danach ohne Ansicht des Brettes die Stellung von ihrem geistigen Auge Was haben die visualisieren Schwarzen noch zu gehabt? können. Wo stand der schwarze König? Mit der folgenden Analyse lernen Sie, Entscheidungen abzuwägen und für die Zukunft zu planen. Dann folgt einige Theoriekniffe und danach die Umsetzung des Erlerntes in der Praxis. Die Kinder merken dabei, dass sie selbst für ihre Entscheidung verantwortlich sind. Niemand sonst. Und ganz wichtig, Fairplay.